Was? So. Was machst du da? Das, das spiegelt aber die Erfahrung wieder, dieses Pad. Schon an sich. Hat uns so ein bisschen auch, weißt du, wenn die geilen Kämpfer sich hier um den Bizeps, hier so ein Stirn, dann. Superpower heißt das. Und das ist quasi, wenn du hier so. Ach, du meinst, das stört dann auch gar nicht so, nervt nicht beim Spielen? Nein, das ist. Das scheuert dir die Finger wund. Nein, das ist super so. Guck mal hier, da hast du einfach auch Punkte der Navigation. Dann weißt du genau, wenn der Punkt da genau unangenehm ist, dann weißt du, dass du richtig bist. Also wenn der Kabelbinder ins Fleischboard, weißt du, oh, nicht einschlafen, weiterspielen. Genau. So, pass auf. So, jetzt darfst du dir den Level holen. Genau, aber wir gucken erstmal nach Chunks, ob sie jetzt welche verkauft. Warum sollte sie das? Das macht überhaupt keinen Sinn, aber wir gucken trotzdem. Ja, manchmal, ja, wir haben hier keine, die gibt, wenn man ihr Asche gibt, das ist immer der Witz. Genau. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir haben nur Larges. Ashen One. Bring me more. Ashen One. Ashen One. Der kann die Seelen nicht reißen. Ah, Mann, das ist doch mal spannender, mit 60.000 Seelen zu sterben als. Level up! So, komm her, kennst du Stärke? Danke. Das bringt auch noch was. Hui! So. Okay, jetzt renne ich ganz schnell, dass wir mal was Neues sehen. Würde Und das sagen. Wäre. Ja. Kannst von da oder von der Rope Bridge Cave. Ich verstehe von da. Ich glaube, das ist doch der klassische Weg. Rope Bridge Cave. Rope Bridge Cave. Ja, ne? Der hier, okay. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich mag ihn immer noch sehr gerne. Ich weiß gar nicht, wie lange ich für den DLC gebraucht habe, aber einige schreien ja unglaublich laut, als ob der so unfassbar außergewöhnlich kurz ist. Ja, ne? Ich weiß gar nicht, also ich habe es nicht so wahrgenommen. Nee, ich auch nicht, weil ich fand ihn von Anfang an die ganze Zeit sehr gut, wo du da runterfällst und der mit den Wölfen, die dann so kommen und dann noch ein dicker Wolf und dann die Bäume. Ich war die ganze Zeit abgelenkt von gutem Spieldesign, das ist mir gar nicht, weil ich ja auch gar nicht wusste, wie lang er ist. Naja. Und dann am Ende natürlich ist er der kürzeste DLC ever, glaube ich, von Souls. Aber nun ja, finde ich jetzt auch nicht so schlimm, kann mal kürzer sein. Ja. Schade, dass keine drei weiteren kommen. Das ja, finde ich einer noch. Vielleicht hauen die ja noch richtig da auf die Kacke, ne? Aber ja, ich hau auch von der Seite, ne? Das finde ich ein bisschen blöd, dass du auf der einen Seite haust, aber die Animation ist immer fix, weißt du? Ja. Guck mal, wenn ich hier hauen müsste das Seil kaputt gehen, tut's aber nicht. Oder weil ich probier's mal. Siehst du? Naja. Jetzt bricht das ab. Da hinten. Das rechte Ding, was überhaupt nichts damit zu tun hatte. Und das ist immer die gleiche Animation. Natürlich ist es schwierig, du kannst ja nicht, aber so 2, 3 hätte ich das schon erwartet, je nachdem in welche Richtung du. Ach komm, ich bin doch falsche Seite. Nee, aber du willst doch gar nicht, da willst du doch gar nicht runter. Ach, das ist der Dog? Da geht's zum Dog. Ach ja. Und hier bist du schon richtig, du musst glaube ich irgendwo da seitlich hier runter. Hier ist irgendwo eine Leiter. Ah, okay. Genau. Auch schön versteckt. Ja, Mann. Voll vergessen, aber. Und das meine ich jetzt in Anführungsstrichen mit regulärem Weg. Okay. You know? Ich muss ehrlich zugeben, ich habe das live in der Sendung entdeckt. Ich habe gespielt vor dieser Game Plus Daily Sendung bis da hinten rein und dachte dann, na okay, denn das zeige ich, was ich bis jetzt. Ich will ja auch nicht spoilern. Also bestimmt kommt hier nach ein Boss und so und ein Areal, das will ich noch aufbewahren. Und dann habe ich original live gerafft, dass ich diese Brücke runter. Weil irgendwie kennst du ja Dark Souls als, okay, wenn es einmal geht, geht es nicht ein zweites Mal. So. Und es ging ja schon einmal. Deswegen habe ich damit nicht so richtig gerechnet. Ich weiß, was du willst. Ah nein, es klappt nicht. Jetzt auch zu spät. Jetzt backstab ich ihn einfach. Geht auch nicht, schade. Ja, das ist so befriedigend, ne? Und so schön no risk, no fun hier, den Typen runterzukicken. So, da unten gehen wir hin. Ich leg mal einen Zahn zu, weil Colin hatte eigentlich vor, das heute durchzuspielen. Ich hätte gedacht, ach, oh, hier ist ein Item, wo ich gar nicht weiß, wie man da drankommt. Aber das kannst du mir dann bestimmt erklären. Echt? Welches? Ja, gleich. Okay. Nicht spoilern. Erstmal gehen wir hier hin, um zu gucken, was hier so liegt. Da muss doch irgendwas sein. Ah, ja. Soul of a Long Traveler. So, dann gehen wir hier an der Klippe lang. Nicht, dass wir was vergessen. Da ist nichts. Hören wir schon Hunde. Ich sehe aber noch niemanden. Von da kommen wir. Jetzt geht's links hoch. Geht da runter. Wir gehen zuerst mal links. Nee, wir gehen erstmal runter. Weil da geht's, glaube ich, gar nicht weiter, ne? Ach, bedingt.
bedingt. Das ist eine lustige Stelle auch hier. Mhm. Ah, da geht's auch noch lang. Mhm, genau, ich glaube, du kannst. Wir gehen aber von oben. Ja, oben. Da weiß man, wenn man so die Bergflanke einmal. Genau. Weißt, da links geht's nicht weiter, da hast du schon mal befriedet da, ne? Das ist so dieses. Ja, wobei als Videospieler sage ich mir, okay, wenn ich hochgehe, kann ich später noch runter, aber wenn ich runtergehe, kann ich nicht später noch hoch. Weil du kannst ja immer runterspringen, aber nicht hochspringen. You know? Deswegen gehe ich hier oben lang. Ja. Weil jetzt komme ich dahin, wo ich von unten hingekommen wäre, aber von unten wäre ich nicht hier hingekommen. Besser gesagt, ich folge dir. Ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus willst. Ist eigentlich, ja, ne? Mhm. Also hier, darauf will ich hinaus. Mhm. Ein Schlag, wunderbar. Ach, guck mal, Vogelmann. Sind geil ekelhafte Biester, ja, die sehen so richtig cool so aus. So halb geschlüpfte Küken, ne? Diese Köpfe. Ja. So wie diese. Und die sehen auch echt so aus. Die haben, wenn so frisch geschlüpfte, sehen ja echt aus wie so ein Hodensack, ne? So total mit so kleinen Härchen dran und total schrumpelig. Ja, manchmal, wenn die so aus dem Nest fallen und du gehst nichts ahnend die Straße entlang, ne? Und dann liegt da, weißt du, kennst du das solche Erlebnisse auch schon gehabt? Ja, ja, klar. Da liegt da plötzlich so eine kleine verlassene Mahlzeit. Ja, ja, genau. Das sind ja die guten alten Evil Within Japano-Langhaar-Spinnen-Dämonen. Ja. Man muss ja auch alle mitnehmen, ne? Ja, natürlich. Die sind so widerlich, die muss ich töten. Bringt nichts. Natürlich, ein paar Seelen bringt das. Ja, aber es ist halt, also wir sind nicht reich von. Und die gequälten Seelen hier, die müssen wir doch befreien. Hm, ein paar kleine. Ja, ne? Das habe ich zu Hause manches Mal erschrocken. Ja, ja, ich glaube auch hier unten bei einem von dem. So, wir haben sie, oder? Ach, hier, guck mal. Das ist noch ein bisschen verkrabbelt, was du noch erwischt. Ist hier oben nicht auch? Da oben in der Mitte, da ist nämlich ein Item. Und da muss man anscheinend irgendwie von der anderen Seite. Ach so, ja, das kriegt man gleich am Anfang eigentlich. Ach ja, wirklich. Und ich habe, ja, okay. Da hast du wahrscheinlich einfach etwas sehr Offensichtliches übergangen. Was wirst du gleich, wenn du das siehst, sagen, ich Vollidiot. Ja, das gibt's ja manchmal. Ja. Ich habe gedacht, alles klar, springe ich irgendwie hin. Also das Item hier oben hast du dann wahrscheinlich auch nicht gekriegt, ja, genau, ne? Genau, das meine ich. Das weiß ich nicht. Okay. 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 Wir können jetzt hier rein, weil da lang. Da ist noch einmal. Ist da noch ein Item? Nee, das. Nee, da. Nee. Ah, hier ist noch ein Typ. Ja, okay. Dann so. Ja, auch du kriegst deine Axt. Ah! Siehst du? Sword of Invincibility! Ah, nice. Dankbar. So, guck mal, was passiert nun? Wir gehen hier durch. Oh! Stirb! Stinker! Der Resident Evil Effekt. So. Der Blutsee. Und da denkst du, oh fuck, die fuck, das sind ja wie diese seltsamen Eier. Hier ist zu, da kommen wir nicht durch. Und jetzt kriegt Colin vielleicht das Pad, ne? Glaubst du? Ja, ist hier nicht. Hängt hier nicht irgendwo einer über Kopf und kommt jetzt rüber? Da ist er schon. Oh, der sieht auch so geil aus. Hey, Buddy! Ich geh mal nicht weiter, aber ich hab Angst, dass du Freunde hast. Wunderschön. Die sehen auch so geil aus. Ja, ne? Diese Schnabel-Rübennasen-Todesfresse und diese Klingen. So ein bisschen was von Babadook meets Edward mit den Scherenhänden und einer Vogelscheuche und einem Vogel. Schnäbel sind auch irgendwie so grotesk irgendwie. Die sind noch nicht ausgelutscht. Schnäbel kann man häufiger in den Horror-Szenarien. Ja, wie auch bei diesen mittelalterlichen Ärzten. Da gibt es doch auch irgendwie diese. Wollten sich Alter irgendwie vor Pest und sowas damit schützen. Keine Ahnung, wie sie sich das gedacht hatten, aber es sah schon krass aus. So, hier kommen wir glaube ich nicht hoch, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt leider hier hoch. Dann sehen wir hier nichts. Sorry, ich muss einmal die ohne Fackel. Kann ich nicht. Ich brauche eine Fackel. Amber?
müssen doch noch Leute sein. Ja, da. Da unten. Ach genau, was hast du mit dem Freak eigentlich auf sich? Ach hier, der ist noch nett, ne? Ja. You must be the other Ash, I suppose. Klar. Ja, was okay, ne? Glauben, ja? Okay, ich bin Ash. Oh, finally, you have come. Oh, wondrous Ash. Grant us our wish. Grant us. Make the tales true. Check out my dudes. Das ist ein bisschen merkwürdig. Jetzt, wenn du so siehst, möchte ich ihn gar nicht mehr tragen. You are Ash, are you not? Is it not fire that you seek? So ein Schnabel könnte niemals diese ganzen Worte bilden, ne? Ich meine, ich will jetzt nicht mit Lippensynchronität anfangen, die haben sie ja eh nicht mal. Mhm. Außer bei ausgewählten Spezialcharakteren, aber. The rot that afflicts our world. Ja, ja. Invaded by Dark Spirit G. Hast du es gesehen? Mhm. Invaded Dude. Aber was hast du mit dem auf sich, weißt du das? Nee, keine Ahnung. Ich dachte, ich soll ihn töten, weil das ein Herzenswunsch ist. Also ich habe es ein bisschen so interpretiert. Echt? Der wollte sterben? Nein, weiß ich nicht, weil er so depressiv war. Was hat er denn gedroppt? Das weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube aber nichts Gutes. Und das lässt immer darauf schließen, dass du eine dumme Entscheidung getroffen hast. Lassen wir den mal am Leben. Mhm. Colin sagt, der droppt nichts Gutes. Oh. Ah, hier, da ist er. Oh. Ah, okay. Ah, die Axt ist aber die beschissenste Zweikampfwaffe im PvP, oder? Ja, die ist wirklich bescheiden. Alter, wie lang geht ein... Ach, das ist doch noch so ein... Wie ist das, heilen oder nicht heilen? Ich tu es. Axt ist nicht. Sehr gut. Ah, okay. Nicht! Ah, Alter, wie lange dauert diese scheiß Legstab-Fucker? Ich trinke jetzt einfach, weil ich meine, der Typ hier super PvP ausgerüstet, anders habe ich keine Chance. Alter, dass der mich im Roll. Fucker! Ja. Ja, genau. Boah. Alter. Ja! Nein! Hallo? Ist das die Reichweite? Ja, das ist die schwule Reichweite. Ich hab keine Ahnung, was das soll. Hast du gesehen? Wollte ich ihn. Ja, ich wollte. Aber irgendwie hat es sich weggeleckt. Das ist halt. Komisch, ich höre es klatschen, aber ich sehe an seiner Energie nichts. Das ist Leggy. Dass sie das nicht hingekriegt haben, gibt es nicht irgendwie andere Spiele, in denen das funktioniert so? Hätten die da manchmal fragen können, wie man sowas macht? Dass das, Multiplayer so funktioniert? So? Nee, das. Oh! Ich kann das nicht angucken. Tut mir leid, ich bin ein schlechter Beifahrer. Ich bin emotional zu sehr involviert. Ach, so, hast du das gesehen? Ja, Was macht der denn da? Ja, das ist. Oh.
Wieso? Willst du den reposten hast? Oh, scheiße! Ach, Mist. Jetzt hat er Panik, jetzt musst du dranbleiben. Mist. Oh, ja, fuck genau. You, Sir! Okay, jetzt bleib dran. Respekt, Mann. Ich hab nasse Hände, aber. Das war sehr schön. Lang rausgezogen. Und ehrlich gesagt, als ich sah, ach komm, da kommt einer mit so einem weiten Fuchtelding. Ja. Und du mit deiner Vertikalaxt hast du außerordentlich gut gemacht. Danke. Die Geschichten sind hätte ich, wahr. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir den jetzt hinkriegen. Was mit ihm hier? Schreiküken. Nee, so. Und er hatte zwischendurch auch so eine arrogante Phase. Ja, klar. Wo er nur mit R1 kam. Ja, und ja. Ein paar so dreimal irgendwie mitgegeben hat, wo ich schon dachte, das willst du doch nicht wirklich. Ja, und dann wollte er Kunst und da hat er verkackt. Ja. Sehr, sehr gut. Das war ein sehr schöner okay. Kampf. Muss natürlich sagen, ich habe mich geheilt, was normalerweise, aber... Ja gut, dann hat er den Handschuhe aufgenommen. Ne? Er hätte jetzt auch sagen können, naja, genau. Halt du dich ruhig, ich mach dich fertig. Genau. Er hat sich dann auch geheilt und was dann ausgeglichen. Auf der anderen Seite, ich meine, komm. Ich muss ja mir irgendeinen Vorteil, ich hatte so alle Nachteile auf meiner Seite mit dieser Axt, die überhaupt nicht für PvP geeignet sind, super underleveled und nun ja. Ja, aber man muss auch fairerweise sagen, du hast natürlich Monster Damage gemacht, ne? Also 3 konventionelle Schläge und er wäre tot gewesen. Mhm. Hörst du das? Mhm. Das hört sich an wie ein Crystal Lizard. Schlachte mich und ich werde dir meinen mineralhaltigen Bauchinhalt schenken. Weißt du, wo der ist? Nee. Nee. Man kann ja auch durchrollen, man muss ja gar nicht schlagen. Nee, ja, genau. Aber es hört sich sehr danach an, so ob hier irgendwo. Ich weiß, wo der ist. Ist draußen, glaube ich, oder auf dem Dach oder so ein Shit. Ich will jetzt aber immer noch wissen. Wie man da hochkommt, zeig ich dir. Ja, genau. Ich weiß nicht wo, aber man kommt da automatisch hin. Also, weil ich bin da echt mehrfach abgelaufen und dachte, hey, verdammte Hecke, was ist denn das? Waren wir hier gerade? Ja, sind wir, glaube ich, hergekommen. Das war unter der Brücke, da kam der Scherenmeister. Da hinten bist du hochgegangen. Ah ja, okay. Ich hab grad voll die Orientierung. Genau, da kommen wir her. Hergekommen, genau. Genau. Da hast du den Typ in der Sackgasse gemacht, jetzt musst du über diese Brücke, genau. Jawohl. Okay, jetzt hab ich's. Ah, okay. Ha? Ha? Warte! Das war Klon. So, also hier ist jetzt schwierig zu sterben. Nicht schlimm! Was denn jetzt? Was war das denn jetzt? Ah! Ja. Molto bene, da hat irgendjemand gerade sich irgendwie auf diese Arbeit sich, mit dem Account eingeloggt. Das ist unglaublich. Wir haben doch so viele Accounts bewusst. Ja. Na gut, dann spielen wir halt offline weiter. Obwohl, nee. Schade. Online ist nämlich cool, wie wir gerade gesehen haben. Ja, das war nochmal eine Herausforderung. Ich hätte nie gedacht, dass wir den Battle hier Captain PvP da mit seinem super PvP-Schwert und Monster lag und stabbt mich ohne Ende, leuchtet im Dunkeln und. Ja, ja, das war schön. Du hast es ihm echt nicht geschenkt. Ich hätte es auch nicht gedacht. Ich dachte, das würde auf dem letzten Flask im Zweifelsfall entschieden. Mhm. Und dann hast du halt Pech. Er hatte richtig Pech. So. Er dachte auch nicht, dass das verliert wurde, überheblich. Genau. Und dann die Überheblichkeit beißt ihn dann in den Po. Das war wunderschön. Genau so muss es sein. Heute hat's aber irgendwie, funktioniert alles nicht so 100%. Ja, aber ey, ganz ehrlich, du hast einen Boss gelegt und du hast einen fucking Phantom gelegt. Stimmt, ja. Mal gucken, ich guck kurz auf meiner Liste, was habe ich denn heute erreicht? Ich muss jetzt auch nicht so mit so einem Notding, oh, so ja. Schön. Ja, aber Colin, toll. du hast auch heute Abend, ist doch, kannst du doch Tagesschau angucken. Ja. Ist doch auch was Tolles. Bist doch aufgestanden, das war auch schon mal eine Leistung. Oh, da bist du aber schön wieder reingeworfen worden. Ich finde das übrigens sehr geil, wir können es dir ja jetzt mal ganz kurz angucken. Mhm. Weil überall sind ja diese Fliegeneier, die so an der Decke kleben. Und ich habe das Gefühl, diese Viecher hier, die tragen die aus. Weil das, was hier so ist, so ein bisschen wie von einem Hund, so diese Kacke, die manchmal hinten noch kleben bleibt. Und in Wirklichkeit sind das aber in dem Spiel hier noch Eier, die so langsam kontinuierlich aus diesen Brutmaschinen. Die brüten die ganze Zeit diese Eier, die dann hier überall an die rangeklebt werden hier.
Ist das deine Theorie? Das ist meine Theorie, dass das hier Eiersäcke sind, die hinter sich hertragen. Vielleicht haben die auch eine Kloake und es ist Eier gepaart mit Urin und Kacke und einem dritten, was bei dir normal auch... Alter! Was war... Da hast du meinen dritten, ja. Der Fucker, wo kommt er denn her, Mann? Stock, don't buy. Wo kommt er denn her? Machen wir mal Licht an. Amber? Ist hier oben noch was? Nee. So, jetzt springen wir nämlich einmal hier kurz runter, weil das ist die Rückseite von diesem Gate, was wir gesehen haben. Haben wir das abgehakt, okay? Ja, ja, ja. Sonst keiner mehr da. Was liegt hier nur? Simple Gem! Ich kenne auch Simple Minds. Ja. Nicht mal diesen gut. Power. Gibt's die eigentlich noch? Weiß ich nicht. Das ist scheußlich. Das ist alles für 90er Jahre, Grusel. Ja. Simple Red, Simple Minds. Die Beach Boys kommen nach Hamburg demnächst. Echt? Wie viele von denen leben denn überhaupt noch? Das habe ich mich auch gefragt. Aber spielen alle ihre Hits irgendwie. Haben wir noch nichts vergessen. Ah, das neue Beach Boys Album. Ich hoffe, sie spielen es komplett. Ja. Dass sie nicht immer nur die alten Sachen spielen. Ja, ne? See what you did there. So. Wegen dem scheiß Simple Jam sind wir da jetzt runtergesprungen. Hat sich. Überhaupt nicht gelohnt, niemals Shortcut oder so. Jetzt sind wir wieder hier draußen. Ich gehe über die Brücke und. Ja, aber du musst den Shortcut natürlich gemacht haben. Ist doch klar. Ja. So, aber ich habe immer noch nicht meine Frage beantwortet bekommen, aber du weißt. Wo ist denn das? Ja, das muss ja dahinter sein. Das ist ja, also irgendwie da, wo man. Guck mal, da ist, glaube ich, diese. Genau, da oben bist du runtergerutscht. Also deine, wer von oben kommt, hat es besser, Theorie. Das sind hier die Leichen, die Vogelleichen. Genau, guck mal dahin. Ja. Ja, genau, die liegen da alle und warten. Oder haben sich ausgewartet. Also. Musst du. Pass auf, ich zeig's dir. Wenn die Türen schon auf sind, das ist natürlich super konfus. Ich muss erstmal ein paar Türen aufmachen. Okay, die sind alle zu. Hier waren wir schon, haben alle gekillt. Ich glaube. Warte mal, waren wir hier nicht. Da waren wir auch schon eben gerade. Hier ist eben die Gemeinde hingezogen, genau. Ja. Und da hinten hinter, da ist das. Nee, warte mal, komm. Hier waren wir noch. Hier, hier geht's noch hoch. Das habe ich doch gesehen, das habe ich doch gemacht. Da habe ich mich auch gedacht, da geht's zum Haus. Und da geht es nämlich gar nicht zum Haus. Also nicht so richtig zum Haus. Das ist der Typ, der oben runterguckt. Genau. So. So, jetzt sind wir hier. Da bin ich aber auch gewesen. Also das kann doch nicht das Rätsel. Das ist nicht die Lösung, glaube ich. Ich weiß es gerade selber auch nicht. Ich weiß nur, dass es irgendwie kein Das Problem muss ja doch hier sein. Oh, oh. So, hier kommt man zu dem Item hier. Ja, okay. Ich habe es einfach nicht gesehen, dass man da rüberspringen konnte. Das habe ich mir, siehst du, ich habe mir gedacht, du hast einfach übersehen. Das ist nämlich der ist die ganze Zeit hier blitzert. Ach, come on. Die droppen ja mittlerweile leider auch nichts mehr. Large Tile Night Shards, was ist denn damit? Das war bei Demon's Souls noch geil. Als die alle verschieden aussahen, als sie teilweise, ich habe es dir ja mal erzählt, die haben einmal in meinem Leben, das ist mit Eddie zusammen, haben wir es gesehen, hat er uns ausgelacht, der Lizard. Diese Szene habe ich dir schon mal erzählt, wo er auf die Hinterbeine gegangen ist und uns ausgelacht hat und Eddie dann in den Tod gesprungen ist. und dass die waren teilweise so fies platziert, dass sie dann direkt in den Abgrund rennen und du denkst, das war aber ganz, ganz knapp. Crow Kills. Okay. Sieht nach einer Waffe aus, die mit Strength nicht so viel zu tun hat. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Waffe, die der Typ, den wir hier unten gekillt haben. Scherbenball, ja. Auch so mit Shuriken oder so. Okay, da muss ich natürlich direkt nochmal nachziehen zu Hause. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey, ja, ne? So reagiert der Colin, wenn man ihn anruft. Das macht richtig Spaß, ihn anzurufen.
Ja, weiß man schon. Oh, er flucht gerade wieder. Das stimmt nicht. Eigentlich ist immer, ha, wer ruft mich an? Also, du bist, ja, doch, bist du jemand, der eher positiv... Das ist doch wie, wenn es klingelt. Als Kind rennt man hin, wenn man, ja, sich freut, dass man die Tür öffnen kann. Du hast vollkommen recht. Da habe ich mal ein Stand-up zugesehen und da hatte so recht, dass... früher, wer verdammt nochmal kommt denn, ja, sonntagsabends? Das kann doch wohl nicht sein, das ist irgendein Nachbar, der einem irgendeine Scheiße bringt, die du nicht haben willst. Ja. Genau so ist das. Man verfällt in so eine Schockstarre. Ja, so im Sinne von, oh, ich hab nicht gehört. Oh, hab nicht gesehen, dass ihr Licht brennt. Ja, ne? Genau das. Weil, boah, ich meine, geh mal zu, wie viele gute Sachen können einem noch passieren, ja, im Vergleich zu schlechten Sachen? Dass irgendeiner irgendeinen Scheiß von einem will. Es kommt auch keiner mehr und sagt, ah, oh, guck mal hier, ich hab was Gutes für dich. Die wollen alle immer nur was. Oh! Absolut. Ja. Komm, machen wir es spannend, ne? So, und ich glaube, hier an dieser Ecke machen wir dann mal Schluss, ne? Ja. Weil unsere Zeit abgelaufen ist. Die Jungs hier, die schlage ich noch kurz auf den Doddersack. Ja. Dann kann man auch einfach zum Leuchtfeuer, und das ist auch ein guter Startpunkt, um... Ja, ne? Dann in der nächsten... Oh, ah. In der nächsten Ausgabe dann hier weiterzukommen. So. Ja. Also Respekt, du hast eine sehr schöne Leistung gebracht heute, das muss ich einfach sagen. Warte, den noch. Den nimmst du natürlich noch mit. Und, so. Alles schön lila hier. Oh nein, ich will nicht lila stinken! Tu sie nicht. Okay, sehr gut. Letzten lila Moment. Okay, bleiben wir hier einfach stehen. Oder warte. Nee, aber geh noch zum Leuchtfeuer. Genau. So, du gehst zum Leuchtfeuer, wir machen hier im Audi Schlaudi Badaudi. Tschüss, das hat ein Riesenvergnügen. Ja, ja, das ist, ich habe nie jemanden schöner abmoderieren, deswegen lasse ich das so stehen. Das alte Schule halt. Ja, aber dem,